Weiter geht's bei City Skylines Teil 2 und wir wollen uns heute dort drüben kümmern um unsere Hauptstadt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir gucken mal, dass wir hier jetzt den großen Kreis reinbauen. Aber vorab müssen wir unsere Infrastruktur allgemein ganz bisschen auf einen besseren Stand bringen. Denn wir haben nämlich einiges zu tun. Also hier jetzt eher weniger, aber wir müssen einmal gucken, dass wir für die Hauptstadt überhaupt vorbereitet sind, bevor wir mit den wichtigen Sachen anfangen und die Straße planen und dort Leute einziehen lassen. Wir müssen gucken, reicht uns das Wasser aus? Wir sind bei 240 zu 170 Kubik. Wenn wir uns überlegen, die aktuellen 30.000 verbrauchen das, dann wären schon 320 nicht schlecht, wenn wir in diese Richtung gehen. Nicht, dass uns irgendwann das Wasser ausgeht. Das wäre sehr ärgerlich. Und das finde ich, das können wir gut nehmen. Und wir werden einfach mal eine Wasserpumpstation bauen und die können wir gut. Ja, die können wir gut. Mal gucken, ob wir die hier hinsetzen. Ja, das. Ich weiß halt nicht, ob es hier eventuell. Das treibt langsam halt hier rüber, ne? Oder halt in diese Richtung. Was wir halt machen können, wäre zum Beispiel hier noch eine bauen, eine Wasserpumpstation. Dort bitte. Und dann von dort aus hier wieder so einen kleinen Feldweg. Blub. Einmal da runter bauen und dann haben wir zumindest auch das Thema erstmal erledigt. So, dann haben wir das Thema auch erledigt. Das sollte erstmal reichen. Wir haben jetzt hier eine Kapazität von 300.000, das muss erstmal reichen. So, sauber machen ist genauso viel ungefähr, das reicht erstmal. Da hätten wir aber auch noch die Möglichkeit, wie viel kostet das? 40.000? Das können wir halt auch nicht mehr anhängen, ne? Ja, okay. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da noch was anderes machen. Wir könnten natürlich die Effizienz erhöhen. Das können wir auch nicht mehr anbauen. Dann ist es so, wie es ist. Gut, alles klar. Also, den Teil haben wir auch, aber das ist natürlich nicht alles. Wir haben natürlich auch noch den Strom. Da haben wir uns schon drum gekümmert. Wir sind aber nur bei 34 Megawatt Export. Das ist mir noch ein Tuck zu wenig. Und ihr hattet ja auch zu Recht dann in die Kommentare geschrieben, ey Nerd, dass der da sagt, da fehlt eine Straße. Das liegt. Tja, jetzt bin ich mir halt nicht ganz sicher, woran es liegt. Haben wir jetzt alles, haben wir jetzt hier dummerweise die ganze Hochspannungsleitung abgerissen? Nee. Und jetzt seht ihr halt, er meckert halt trotzdem, ne? Und das finde ich halt doof. Ich werde mal gucken, ob er noch meckert, wenn wir den hier anschließen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich hier nochmal 1, 2, 3 und 4 Windräder aufbauen und die auch entsprechend versorgen, dass wir hier wirklich genügend Energie für unsere Hauptstadt haben. Ja, das ist ja schon wichtig. Da müssen wir alles entsprechend einmal vorbereiten. Oh, das ist oberirdisch. Und natürlich da unterirdisch mit lang gehen. So. Einmal, das geht tatsächlich so. Und einmal daran. So. Geht, läuft. Nee, da muss irgendwo. Warte mal, die Verbindung da. Die muss einmal weg. So. Und dann werden wir jetzt einmal die Verbindung von da nach da bauen. Dann sollte das hoffentlich klappen. Ja, genau. So, dann haben wir es. Aber er zeigt leider immer noch das mit der Straße an. Ich vermute, das ist entweder ein Update oder eine Mod oder irgendwie sowas. Ist aber auch nicht schlimm. Dann bauen wir da so einen kleinen Weg hin. Und dann ist gut. Ja, da kommt zwar keiner drauf, aber wir könnten den Weg theoretisch auch. Pass mal auf, das machen wir nochmal. Wir werden von hier aus einfach mal einen Weg weitermachen. Und den jetzt hier so ein bisschen schlangenlinienförmig, so wie das bei diesen Bauten üblich ist, jetzt einfach mal hier ranführen. Dann haben wir hier zumindest sowas wie eine kleine Feuerwehrzufahrt geschaffen, dass da mal einer hinfahren kann im Fall des Falles. Ja, das finde ich auch ganz gut. Okay, so, dann haben wir uns auch final um das Thema Strom gekümmert. Da müssen wir jetzt natürlich noch eine Leitung langlegen und anfangen, die Sachen hier anzuschließen. Wir werden mal gucken, dass wir einmal nach da kommen. Und von dort aus, verdammt. Ein kleines Stück weiter. Einmal bis nach. Das sind überlappende Objekte. Welche denn? Da oben. Boah, dann ist es so.
einmal nach da hingehen. Und dann bauen wir auch dort bitte zwei, wo sind sie, Umspannwerke auf. Einmal an der Ecke. Einmal an der Ecke. So. Dann sollten wir auch, was das angeht, was die Infrastruktur angeht, jetzt erstmal gut ausgestattet sein. Wir exportieren natürlich jetzt eine ganze Menge Strom. Wir sind bei 360.000. Das ist alles okay. Aber zumindest sind wir jetzt gut ausgestattet. Wir überlegen nochmal. Wir gehen nochmal die Liste durch und gucken mal. Post, Telekommunikation, Bildung und so weiter. Das machen wir alles, wenn es soweit ist. Wir haben Straßen, haben wir gemacht. Verkehr können wir uns erst drum kümmern, wenn Autos unterwegs sind. Dann machen wir jetzt das Thema Strom, haben wir, und Wasser haben wir auch. Okay, dann fangen wir hier mittig ungefähr mit diesem Kreis an. Und da würde ich gerne gucken, dass wir mit den Fußgängerstraßen in der Mitte erstmal ein Kreuz machen. Und ich habe ja eine der Mods drinne, ungefähr hier. Mal gucken, dass wir da so ungefähr bleiben. Ich habe ja eine der Mods drinne, mit der wir, jetzt gucken wir mal, dass wir von da so halbwegs senkrecht laufen. Ja, so. Das reißen wir wieder ab. Ich möchte nur gucken, dass wir von hier ungefähr 15 Us in die Richtung bauen. Von da aus werden wir jetzt 15 Us in die Richtung bauen. Dass das ungefähr passt. So. Und jetzt mittig auch nochmal nach da. Und ungefähr nach da. Da muss nicht 100% genau sein, aber so ungefähr hätte ich das schon gerne. Sehr schön. In die Mitte kommt ein kleiner Kreisverkehr rein. Können die Leute dann einfach, das sieht ein bisschen hübscher aus. Und da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Vielleicht Geschäfte oder so. Das sieht man, aber der ist doch ein Tuck zu lang geworden, oder? Guck mal nochmal, der ist doch keine 15 Units lang gewesen. Jetzt passt es. So, an der Stelle kommen jetzt die ersten Straßen ran. Und ich habe lange überlegt, wir machen die Straßen konsequent alle sechsspurig. Das fangen wir einmal dort an. Wir werden die normale Kurve nehmen. Einmal daran. Einmal daran. Einmal. Genau, daran. Und einmal daran. So. Dann gehen wir einmal ungefähr wieder, da müssen wir mal gucken, 15 Units, 16 passt auch, einmal dahin. Dann müssen wir nur gucken, dass wir das ungefähr gleich machen. 16 Units. Einmal 16 Units. Und einmal 16, na, geradeaus bitte, Units. So, und jetzt das gleiche Spiel. Kreisverkehr. Einmal ein Kreis, bitte. Ein niedriger. Das ist natürlich jetzt schade, dass er da unten diese Autobahn snappen will. Da haben wir ihn. Und einmal dahin. Gut, bevor wir da irgendwelche Probleme kriegen, werden wir natürlich auch hier, ich würde nicht die ganz großen nehmen, vielleicht die mittelgroßen hier ransetzen. Und hier wirklich konsequent überall Kreisverkehre ranbauen, dass das hier wirklich halbwegs vernünftig fließt. Wobei ich hier zwischen auch noch Verbindungsstraßen bauen möchte. Das werden aber wirklich die Fußgängerwege werden, damit das hier nicht zu extrem wird. So, das ist der innere Kernkreis und ab hier würde ich den Kreis gerne einen Tuck größer machen, dass das nicht ganz so krass aussieht. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal schön auf 20 Units. Ja, ab hier.
Wir machen das ein bisschen größer immer. Wenn ihr diese Unit-Anzeige nicht habt, die 15 Units sind ungefähr 120 Meter. Ungefähr. Ja. Ansonsten, wie gesagt, ihr findet in der Videobeschreibung den Link, das wird schwierig, den Link zu der Installation der Mods. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Wir könnten... Haben wir einen Underground-Snapping? Nee. Dupdidu. Ein Zellenraster. Er rastet halt an dieser Straße ein. Das will ich nicht. Nein. 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 Dann machen wir es mal komplett aus und machen 90 Grad auf 20 Units. So. Okay, hier auch bitte. Gucken wir mal, was wir hier vielleicht einrasten können. Ist das jetzt gerade hier? Wir sagen ja, ne? Wir müssen das leider auch hier wieder ohne machen. So, okay. Dann einmal auch hier die normale Kurve. Einmal dahin, dass wir hier halt auch ein bisschen Platz haben, dass wir hier so Schulen bauen oder sowas in dem äußeren Kreis. Das ist ja durchaus auch mal notwendig. Da ist er. Einmal nach dort und dahin. Zack. So, sehr schön. Kreisverkehre. Ich will hier keine Kreuzung haben. Das soll hier fließen. So, einmal noch 20 Units. Dann sind wir ungefähr hier und dann werden wir den Rest dort anschließen. Ja, und dann werden wir hier die Ausläufer in kleinen Häusern machen. Das müssen wir mal gucken, dass wir so kleine Häuser machen. Hier an den Seiten will ich schöne Einkaufspromenaden haben. Ja, das heißt, hier ist dann das Thema... Wohnen hier am Rand vielleicht. Geht es langsam so ein bisschen mit Einkaufen und dann geht es nochmal über in kleine Wohnsiedlungen, bis wir dann hier hinten an diesen Ecken in Einkaufspromenaden kommen. Ja, also grob, ich kann es euch mal zeigen mit... Na, ich kann es euch jetzt schlecht zeigen. Also hier vorne so in so einem Halbkreis, so stelle ich mir das vor, haben wir den Einkaufspromenaden hier. Schöne große, hier schöne große. Hier an den Ecken sind dann jeweils so kleine Wohnsiedlungen, die so mittendrin sind. Ja. Das sieht natürlich dann hier für diese Randbewohner nicht so schön aus, aber ich denke, das wird eine richtig schöne Stadt werden. Und das ist ein bisschen schief, kann das sein? Und irgendwie ist die Straße hier komisch. So, das reißen wir nochmal ab. Das ist ja... Das ist ja reichlich seltsam hier. Da gucken wir mal, dass wir da vielleicht nochmal was Neues machen. Weil hier drinnen hätte ich schon gerne ein paar... Das ärgert mich ja jetzt. Macht das echt nicht... Der macht echt so einen komischen... Ist das dann einer der Mods vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Das ist natürlich hässlich, ne? Also... Das wollen wir ja so nicht. Okay, ich check das nochmal, ob das an einer der Mods liegt. Wir lassen das erstmal sein und machen unsere normale Straße weiter, bitte. Einmal nochmal von hier 20 Units. So. Einmal dort ebenfalls nochmal 20. Und dort auch. So, gut.
Kurven. Na, wo ist der Snap-Point? Hallo? Das ist ja komisch. Warum habe ich hier keinen Snap-Point? Und hier vielleicht? Müsste ungefähr von hier aus passen. Ja, das sieht gut aus. Ah, ist so weit entfernt wahrscheinlich, ne? Das kann natürlich gut sein. Aber das sollte ungefähr passen. Ja, sehr schön. Auch nochmal. Und einmal wieder zurück. Sehr schön. Gut, einmal dahin. Einmal dahin. So. Dann die Kreisverkehre komplettieren. Dort bitte. Dort, 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 dort und dort. Eine Stadt, die komplett und konsequent auf Kreisverkehre ausgerichtet ist. So, jetzt müssen wir natürlich von hier nochmal gucken, dass wir hier noch eine Straße ransetzen, weil das ist natürlich jetzt schade, wenn die wirklich so eine riesige Reise machen müssten. Hier vorne geht es im direktem Wege. Das ist schon mal gut. Da können wir quasi eine direkte Verbindung schaffen von hier zu dort. Guck mal, dass wir es vielleicht von hier aus machen. Ah, da haben wir diese Schnellstraße gemacht, ne? Wir hätten das Kreuz wahrscheinlich doch umbauen müssen. Na, wir müssen echt... Ja, nee, wir lassen das so. Nee, wir lassen das so und gucken mal, dass wir wirklich mit der Straße einmal geradeaus kommen. Ja. So, gut. Dann haben wir dort auch etwas. Kreisverkehr hin, dass das nicht blockiert wird. Und dann sollte das hier klappen. So, jetzt müssen wir natürlich überlegen, wie wir hier runtergehen. Und hier haben wir ja natürlich jetzt die Brücke von hier aus, das zu machen. Fände ich jetzt tatsächlich unschön. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich hier in so einem Bogen, hier nochmal so in so einem Bogen eine Straße bauen. Ich zeige euch das mal, dass wir an den Seiten dann natürlich auch die Einfamilienhaussiedlungen runtersetzen. Wir werden erstmal so ungefähr mittig, das muss jetzt nicht genau sein, erstmal ein kleines Stückchen runtergehen von beiden Seiten. So. Dann hätte ich gerne ungefähr hier ein Stückchen Weg. Und jetzt gucken wir mal, dass wir einfach einen schönen Bogen einmal daran kriegen. Einmal daran kriegen. Kreisverkehre bitte. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, wie diese Stadt funktioniert, wenn wir sie konsequent, ohne irgendwelche Kreuzungen, aus Kreisverkehre ausrichten, ohne dass wir wirklich Kreuzungen haben, wo es sich danach stauen könnte. Auch hier ist ein Kreisverkehr wirklich hier. Ich sehe hier, wenn ihr irgendwas seht in Richtung Kreuzung, schreibt es bitte, bitte, bitte in die Kommentare. Und ich meine nicht die Kreuzung, die wir jetzt gleich bauen werden, sondern andere. Ich will hier eigentlich wirklich bewusst Kreuzungen vermeiden. Das wird natürlich irgendwann größer. Oh, jetzt schneit das schon. Du heilige Mutter Gottes. Was haben wir denn? Moment, stopp. Was ist denn hier los? Wartet auf Leichenwagen? Ja, das ist ja unschön. Warum wartet ihr denn auf Leichenwagen? Ich meine, das müffelt halt ein bisschen dann, ne? Todesfälle? Ist überhaupt kein Problem. Friedhof? Ist auch kein Thema. Entscheiden sie alle fürs Verbrennen? Gesundheit ist auch kein Problem. Ist der hier voll? Gestorbene Klink. Die können den noch damit auch noch ranpacken. Zwei sind nur unterwegs. Nö, sollte kein Problem sein. Wie sieht es hier hinten aus? 0 von 10 aktiv. Keine Ahnung. Ich sehe jetzt hier kein Problem. Den lassen wir es weiterlaufen. Alles gut. Gut. Jetzt werden wir hier
unsere große Straße anfügen. Blopp. Sehr schön. Und dann sind wir zumindest mit dem Teil fertig. Ich muss sagen, das sieht doch unerwartet gut aus. Wir können von hier schon mal eine zweispurige Straße machen, die wir hier in die Mitte reinlaufen lassen, aber nicht anschließen. Und wir können sie dann im schlimmsten Fall irgendwann anschließen, aber ich will hier die Kreuzung vermeiden. Das will ich wirklich auf so einer Nebenstraße hier haben. Und von dieser zweispurigen Straße, das machen wir mal in die Richtung. Was? Ja, genauso. Genauso. So. Einmal bis da vorne bitte. Zack. Und auch dort gibt es direkt einen Kreisverkehr. Das gleiche machen wir jetzt hier nochmal. Und dann haben wir hier auf jeden Fall etwas geschaffen, dass wir von hier aus dann kleine Straßen abführen können und dann hier so die kleinen Wohngebiete machen. Das basteln wir hier dann in Zukunft auch nochmal. Aber erstmal an der Seite. Ja, so machen wir das. So. Kreisel bitte. Und jetzt kommt der Winter. Das mit dem Winter hat einen Vorteil und einen Nachteil. Vorteil ist, es ist kalt. Der Nachteil ist, es ist kalt. Aber der große Punkt ist, haben wir genug Heizungskapazitäten? Und wie sieht es mit dem Strom aus? Ja, 57 Megawatt. Es wird schon weniger in unserer Stadt. Aber so looks out. Okay, gut. Dann gucke ich mal in der zur nächsten Folge, ob wir dieses Problem hier in der Mitte gelöst bekommen. Und dann können wir uns jetzt mit den Versorgungsgebäuden hier befassen. So, die Frage ist natürlich, wie stelle ich mir das hier vor? Das sieht schon irgendwie cool aus, ne? Wie stelle ich mir das hier vor mit dem Ganzen? Ich möchte eigentlich, hier war mein Plan, so ein paar Standardgebäude haben. Wir können hier halt auch im schlimmsten Fall eine Straße durchzimmern. Ja, das würde funktionieren. Aber dann könnte halt Autos langfahren. Und das will ich halt nicht. Ich will hier eigentlich eine reine Fußgängerstraße haben. Deswegen finde ich es so schade, dass es da jetzt anscheinend irgendwelche Probleme mit dem Kreisverkehr gibt. Ich meine, wir könnten den Kreisverkehr auch theoretisch an der Ecke abreißen. Das würde aber so ein bisschen meiner Planung entgegengehen, dass wir hier wirklich keine Kreuzung haben, ne? Aber gut, wir werden sehen. Wir machen es mal so. Und hier in die Mitte sollen jetzt die ersten Gebäude rein. Wirklich so ein paar Gewerbegebäude, die können wir hier ran machen. Das ist mein Plan. Die haben ja entsprechend große, hoffentlich große Kundschaften. Und in den äußeren Ring kommen jetzt als erstes ein paar Wohnhäuser mit hoher Dichte. Also in diesem Bereich hier. Aber viel mehr will ich da eigentlich nicht reinbauen. Und dann möchte ich gerne weitermachen mit diesen Wohnhäusern hier, die so ein bisschen verteilen. An diesen Hauptstraßen hier vielleicht diese gemischten Wohnhäuser, dass das hier langsam von diesem kleinen Gebiet hier in der Mitte, so eine kleine Einkaufsmeile, so eine Mini-Fußgängerzone an dieser Hauptstraße, geht das dann über in die richtige Industrie, in das Gewerbe und dann so langsam schleichend in die Industrie. Finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Und industriemäßig müssen wir halt auch gucken, weil wir natürlich auch hinterher Luftverschmutzung haben werden. Wir müssen überlegen, die ganze Luft zieht halt hier rüber, wie wir das machen. Weil wenn wir hier eine Industrie bauen, dann zieht das halt alles direkt hier nach Klink rüber, ne? Das ist halt auch doof. Wir sehen halt hier oben, wie groß das irgendwann mal sein kann. Das müssen wir uns dann mal überlegen, wie wir das machen. Aber das werden wir schon sehen. So, dann planen wir erstmal noch ein paar Weiße ein. Also die hier. Da will ich jetzt eigentlich nicht zu viel setzen. Wir werden auch schon mal die großen, also die mittleren hier hinbauen. Und die beiden. Habe ich jetzt die Wohnhäuser mit hoher Dichte genommen? Ja, ich glaube schon, an die Ecke auch nochmal setzen. So, das waren, glaube ich, die hier, ne? Okay, so, das ist die erste Ecke und so werden wir das jetzt sukzessive weiterbauen. Die große Frage ist natürlich, wo haben wir die ganzen Versorgungsgebäude hin, ja? Wir haben ja unheimlich viele Sachen, die wir hier machen müssen. Wir brauchen natürlich, fangen wir mal an mit
Der Bürgergesundheit. Da bräuchten wir am besten wirklich ein Krankenhaus für 1 Million, die sich um die Bürgergesundheit kümmert. Und da würde ich tatsächlich jetzt einen Ring setzen, den wir von hier dort anschließen und dann dort wirklich ein Krankenhaus setzen. Das würde ich zentral hier unten in diesem Bereich setzen und wirklich ein zentrales Krankenhaus für unsere Stadt machen. Und wenn notwendig, machen wir Ärzte. Aber hier kommen natürlich auch noch Busverbindungen rein, Straßenbahnen. Hier könnte man sogar über eine U-Bahn nachdenken in Zukunft. Aber ich denke, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir wirklich Straßen hier abgehen lassen. Und da, ich will eigentlich von da nichts mehr machen, aber das Problem ist, wenn wir da jetzt noch einen Kreisverkehr hinbauen, dann kommt das automatisch wieder zu Staus. Nee, pass auf, wir machen das anders. Wir werden das tatsächlich anders machen. Wir nehmen uns den Weg hier. Wenn wir ihn von der Seite vermittig einmal durchziehen. Über alle Ecken. Wir werden die Kreuzung da raus machen. Dass die Leute dorthin können. So. Okay. Dann machen wir einmal fix die ganzen Kreuzungen hier raus. Oder zumindest die Ampeln. Ich will hier wirklich den Verkehrsfluss ungern unterbrechen. So, damit einfach unsere Leute hier auch vernünftig hier in der Mitte mal lang gehen können. Und nicht immer nur woanders lang gehen. So. Und dann werden wir von hier aus, ich denke, die Ecke sollte noch ausreichen. Kann ich ungefähr hier machen. Einmal 90 Grad Winkel. Einmal 91 Grad Winkel. So, und dann einmal von dort aus. Einmal in die Richtung. Das gleiche gucken wir mal. Ah, das wird da schwer. Wir könnten es über die Autobahn bauen. Das ist natürlich nicht schön. Moment, das kriegen wir hin. Und dann gucken wir mal, dass wir hier so einen schöneren Bogen noch hinkriegen in die Richtung. Muss ja nicht ganz symmetrisch aussehen, das Ganze. So, okay. Also, Kreisverkehr haben wir. Noch nicht. Wartet. Blub. So. Einmal das Krankenhaus. Dahin, damit wir auch genügend Möglichkeiten haben, das Ganze auszubauen. Gegenüber ein großer Parkplatz. Der hat mehr Komfort. Ich hätte gerne den großen Parkplatz. Einmal da bitte. Gut. So, auf der Seite geht es natürlich noch weiter. Wir brauchen noch Feuerwehr und Rettungsdienste. Und da würde ich halt auch gerne schon eine große Feuerwache hinbauen, obwohl die ist natürlich auch extremst teuer. Ne, pass auf, wir machen das anders. Wir machen tatsächlich hier eine kleine Feuerwehr und eine kleine Polizei hin. Und dann werden wir einfach mal gucken, ob die auf Dauer ausreicht. Wir können ja noch mehrere hinsetzen. Ja, das sollte nur wirklich nicht das Problem sein. Gut, also Feuerwehr haben wir. Polizei haben wir. Dann gucken wir uns mal. Transportwesen brauchen wir noch nicht. Ganz wichtig natürlich Internet. Nehmen wir mal einen großen Telekommunikationssatellit. Ich würde jetzt einfach mal ganz stumpf hier an den Ecken jeweils einen hinsetzen.
dann sollten wir hier von der Abdeckung auch mehr als genug haben. So, den haben wir auch. Post haben wir da oben ja schon. Dann müssen wir hier einfach noch ein paar Briefkästen setzen. Ich denke, einmal dort an den Stellen. Und dann werden wir jeweils an diese Seiten einsetzen, dass die Leute beim Laufen auf diesen Geraden so, dann an den Hauptstraßen, da können wir auch irgendwann nochmal einen hinsetzen. Wer weiß, wozu das gut ist, wir werden sehen. Und hier hinten auch jeweils. Und da wird auch irgendwann nochmal was gebaut, einmal dahin. Und machen wir da noch einen hin und dann sind wir eigentlich auch postmäßig, na, da unten kriegen wir auch noch einen hin, dann sind wir postmäßig auch erstmal ganz gut abgedeckt. So, dann haben wir einmal Gesundheitsfürsorge, wir haben Bildung noch nicht, wir haben Feuerwehr und Rettungsdienste, den Kram haben wir, sehr schön. Dann müssen wir uns in der nächsten Folge weiter darum kümmern, dass wir Müllverwaltung noch bauen, dass wir die erste Schulversorgung bauen. Und da würde ich am Anfang anfangen mit normalen Schulen. Und dann müssen wir gucken, dass wir vielleicht zeitnah uns hier an das öffentliche Versorgungsnetz hier anschließen, dass wir wirklich zeitnah einen Hauptbahnhof kriegen, dass die erstmal für die höheren Schulen hier hinfahren. Und sobald die Stadt dort groß genug ist, werden wir die natürlich auch noch schleunigst bauen. Und die normalen Schulen können dann hier so in diesem Bereich mit hinkommen. Das ist überhaupt kein Problem. Im schlimmsten Fall irgendwann hier rein. Dass wir hier, also das Ding wird groß genug werden. Und die Universität, ja, wir haben hier noch genug Platz, ne? Das können wir dann hier hinten oder so, vielleicht hier vorne schön an einem See oder hier in der Ecke, dass wir hier so ein richtig schönes Universitätsviertel bauen. Da gibt es genug Möglichkeiten, da werde ich mir nochmal meine Gedanken machen. Ich danke euch fürs Zuschauen, liken und abonnieren nicht vergessen. Macht's gut, euer Strategienerd. Ciao, ciao.